Ich habe mir neue Foliage kaufen können und kann jetzt die Beflockung meiner Rache, meines Buschgeländes in diesem Bereich hier weiter fortsetzen. Ich mache die Foliage mal auf. Ja, das fühlt sich schon mal ganz gut an. So. Ich reiße die 8 Stück, die ich jetzt einleimen will. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und damit geht's los. Mal mache ich mich hier an diese großen Schaumstoffklötze. Die hatte ich ja speziell für diesen Zweck aus Topfschwämmen geschnitten. So, und damit ist der erste bunte Klotz schon mal aus den Augen. Die nächsten 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, das wische ich jetzt auch noch weggeben. Und das nächste Stück Buschland. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8.
Ich habe hier so ein rundherum Stück. Das kann ich gut noch irgendwo einfügen und ich setze es hier mal mitten auf den Bach. Unter anderem, weil mir da sowieso der Leim drauf gekleckert war jetzt. Ja, sieht gut aus. Der nächste Satz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und jetzt kann ich an das kleine Buschzeug hier gehen, das ich aus Islandmoos hingeklebt habe. Und weiter zum nächsten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das wäre jetzt schon mal gut verpackt. Und von daher nehme ich jetzt mal dieses Stück Vlies und lege es auf Lager. In der Abwechslung halber möchte ich die übrigen beiden Büsche mit einer anderen Sorte machen. Habe ich denn ein Tütchen da? Und dafür habe ich mir ein Vlies mit zwei Sorten Flocken besorgt, was natürlich um einiges auffälliger aussieht.
An der Verlegung allerdings ändert sich dadurch ja nichts. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Der Busch ist okay und ich pflaster jetzt hier noch einen kleinen dazu. Das war's dann mit meiner Pause auch.